Stimmen, immer Stimmen, Qualen ohne Ende. Hüter der Geheimnisse, ich brauche deine Hilfe. Ich hab dir schon einmal geholfen, Alter. Sieh mich jetzt an. Wie ich diesen Tag verfluche, wie ich dich verfluche. Vorsicht, Krähenvater. Ich bin nicht hier, um dich von deinem Leid zu befreien. Noch nicht. Ich weiß, warum du hier bist. Dein Bruder, der mit Namen Krieg. Er ist vom feurigen Rat eingesperrt worden und erwartet sein Urteil. Für das Verdammen der Erde. Für die Auslöschung der Menschheit. Warum sollte ich mich um deinen Bruder scheren? Weil du die Wahrheit kennst. Deine Geheimnisse können ihn retten. Der Rat wird Krieg verurteilen. Ihn seiner Macht berauben und verrotten lassen. Um die Wahrheit zu verbergen. Meine Geheimnisse beweisen seine Unschuld nicht, Reiter. Nein, aber sie können helfen, das Verbrechen ungeschehen zu machen. Die Menschheit wieder zurückbringen? Wahnsinn. Wenn das Wahnsinn ist, wer sonst sollte mir den Weg zeigen? Sollte es einen Weg geben, findest du ihn hier. Der Baum des Lebens. Lass mich durch. Noch nicht. Das, was du mir gabst, wirst du zurücknehmen. Für seine Geheimnisse wolltest du den Talisman behalten. Nein, die Stimmen, sie fluchen und bedrohen ohne Ende. Sie wollen zurückkehren. Du musst es zerstören. Ich kann nicht. Du hast ihr Fleisch ausgelöscht. Warum bewachst du ihre Seelen? Öffne das Portal. Solange ich lebe, kommst du nicht durch. So sei es. Hier sind deine Brüder in ewiger Qual gefangen. Willst du dich ihnen anschließen? Und was ist mit Krieg? Willst du deinen Bruder töten, um dein wertvolles Gleichgewicht zu wahren? Er ist unschuldig. Bist du so sicher? Okay. Ich hoffe immer, dass es niemals der Krieg ist, den wir gemacht haben. Weil er wäre extremst mächtig. Aua. Kann ich eigentlich irgendwie leben? Ah, okay, das geht dem. Okay, wir sind auf jeden Fall mit Tod weit wendiger als mit Kriegsfürs gewesen, jemals gewesen waren. Autsch. Wir sind auch weit schneller in Angriffen. Einfach mal weiter. Öffne das Portal. Deine Geheimnisse sterben mit dir, alter Narr. Meine Geheimnisse, aber nicht deine. Ah.
Ich mag irgendwie Tod. Also den Tod da jetzt. Ihr wisst, was ich meine. Entschuldigung. Zerstörung vielleicht ausgeglichen werden kann. Und im letzten Moment der Schlacht wurde Tod in eine solche Welt verbannt, im Herbst seines Lebens, doch nicht fern vom Rand der Finsternis. Wurde Tod in sein Verderben geschickt? Die Antwort sollte sich in des Reiters Zukunft finden und in seiner Vergangenheit. Halt still, Reiter. Du bist verwundet. Fass mich nicht an. Deine Ankunft ist ein schlechtes Omen. Ja, das beunruhigt mich zutiefst. Ältester, es gibt noch mehr Probleme, wenn du nicht anfängst nachzudenken. Wo ist der Baum des Lebens? Leben? Diese Welt liegt im Sterben, Junge. Sie erstickt an Chaos und Verderben. Wir können wenig tun, um es aufzuhalten. Schon bald wird auch der große Baum verenden und mit ihm die Letzten meines Volkes. Ist es nicht das, was dich hierher gebracht hat, fahler Reiter? Ich suche den Baum. Dein Chaos und Verderben interessieren mich nicht. Okay. Anscheinend tun sie es doch. Also, ich entschuldige mich mal dafür, dass die Stimmen gerade eben sehr leise war. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, weil ich nur eigentlich die Geräusche leiser gemacht habe. Wenn ja, dann verstehe ich das nicht so ganz, warum das so gemacht worden ist. Aber ich entschuldige mich schon mal dafür. Au! Du hast mir wehgetan, das merke ich mir. Das sag ich Krieg so. Und wenn er dich sieht, dann haut er dich. Falls wir den Krieg jemals wieder sehen werden. Du kämpfst gut, aber dieses Verderben kann nicht mit der Klinge besiegt werden. Such die Schmiedeschwester auf. Frag sie nach dem Feuer des Berges. Hilf ihr, dann wird sie dir helfen, den Baum zu erreichen. Was mich betrifft, ich muss wieder an die Arbeit. Und wer bist du, dass du einem Reiter Befehle erteilst? Ich bin Erschaffer, sogar älter als der feurige Rat. Diese Hände haben das Fundament vieler Welten gelegt. Doch das ist lange her. Und jetzt wissen sie kaum noch, wie sich ein Stein anfühlt. Willst du nicht wissen, warum ich den Baum suche? Ich würde es nicht wagen, einen Reiter zu befragen. Aber ja, sag es mir. Ich muss die Menschheit retten, um Krieg zu erlösen. Himmel und Hölle kämpfen auf der Erde. Die Schöpfung erzittert. Und im Zentrum von allem steht dein Bruder. Er ist unschuldig. Das habe ich nie bestritten. Der Baum hält die Macht über Leben und Tod. Wenn du die Menschen retten willst, gehst du in die richtige Richtung. Sei aber gewarnt. Etwas Finsteres wohnt nun im Baum und der Weg ist voller Verderben. Okay. Wir gucken uns hier noch ein bisschen um. Oh. Meine Macht ist größer geworden. Sie sind eine Stufe aufgestiegen und erhalten Fähigkeitspunkte. Annehmen. Sie sind eine Stufe aufgestiegen und erhalten Fähigkeitspunkte. Um neue Fähigkeiten zu kaufen, drücken Sie jetzt
das Ding für, den, für das Charaktermenü. Okay, wir können uns hier anscheinend eine neue Fähigkeit aussuchen. Wir können entweder Todesbote oder Nekromanten nehmen, wie ich jetzt die Sache so sehe, oder? Entschuldigung. Tote teleportiert sich über das Schlachtfeld und startet einen wilden Sensenangriff, der bei Feinden Schaden verursacht und seine eigene Gesundheit wiederherstellt. Kostet 200 Zornpunkte, verursacht 93 bis 109 Schaden, heilt 10% des verursachten Schadens. Exhumieren. Totruf. Blutdurstige Ghule aus den Gräbern, die dann an seiner Seite kämpfen. Kostet 300 Zornpunkte. Ghule verursachen 3 Schadenspunkte pro Angriff. Ich weiß es nicht. Was nehmen wir denn? Es hört sich beides nicht schlecht an und... Ah, komm. Was haben wir denn hier? Ach komm, wir nehmen das hier, die Ghule. Machen wir doch einen auf DK hier, da. So. Sie haben eine neue Fähigkeit erworben. Drücken Sie, Steuerkreuz unten, um das Ritualmenü. Radialmenü aufzurufen und diese Fähigkeit einzusetzen oder eine Aktionstaste zuzuweisen. Okay. Das Münzen von Fähigkeiten entzieht Zorn. Dies kann durch Treffen von Feinden oder Trinken eines Zorntranks wiederhergestellt werden. Ich bin davon aus, dass das vor der Stunde hergestellt werden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, Moment. So. Oh, wir haben jetzt eine Kette. Wo ist sie? So. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wir haben auch neue Schuhe, aber die sind schlechter als unsere alten. Und wir haben eine Kette. Yay. Die sieht man aber nicht mehr. Ach, das ist ein Ring. Na, wo ist denn der Ring? Komm, zeig mir den Ring. Mann, ich sehe keinen Ring. Dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Drücken Sie, um kontextbezogene Informationen zu erhalten, um sich die Weltkarte anzuschauen. Kontextbezogen? Ja, okay, das ist jetzt die Karte. Das ist das. Und ich denke mal, das, ja, das ist alles, ich denke mal, dass alles in Ordnung ist. Meine Stimme versagt mir langsam immer mehr. Dreistein. Okay. Wer ist das da? Ich will mit dem reden. Der Sensenmann. Wurde auch Zeit. Die Erschaffer sterben. Ebenso unser Reich. Nur wir sind noch übrig. Das Leben eines Kriegers ist nie leicht. Ja, nicht leicht, aber einfach. Ich sah mein Ende immer mit der Klinge in der Hand. Ein Feld voll toter Feinde vor mir. Und welch ruhmreiches Ende erwartet dich, versteckt hinter diesen Toren? Du kannst das Verderben nicht bekämpfen und nicht verletzen. Du kannst nur jene töten, die es eingenommen hat.
Jeder meiner Schläge gegen das Verderben ist ein Schlag gegen mein eigenes Volk. Sinne darüber nach, Reiter, bevor du mich als Feigling bezeichnest. Okay. Cool. Endestag. Thane hat dir einen neuen Moveball gezeigt. Enterache, oh Gott. Dies soll dir auf deinen Reisen helfen. Weitere Moves kannst du erwerben, indem du eine Trainingsoption auswählst. Nutze Enterache durch Drücken von RB, vorwärts ausweichen plus X. Wähle die Moves-Liste im Gepäck aus, um dir die Kampfmoves anzusehen. Ich kann deine Probleme beenden, Erschaffer. Nun, dann darfst du es gerne versuchen. Diese Klinge ist älter als du, Reiter. Und größer. Ich werde sie und dich zurechtstutzen. Schade. Ich will nicht gegen ihn kämpfen. Ganz ehrlich nicht. Sammeln wir doch lieber viel. Ich kann nicht. Eben nicht. Sammeln wir doch lieber her Zeug ein. Cool. Na. Klagt aber noch nicht für irgendwas. Okay, wir probieren es nochmal und bekämpfen den einfach mal jetzt. Ich bin überrascht, dass du so weit gekommen bist. Autsch. Okay, der ist ganz schön. Okay. Fiss? Geh mal einfach jetzt mal weiter. Ich habe jetzt echt keine Ahnung, wie ich sonst machen soll. Also der ist mir noch ein bisschen zu stark. Und ein bisschen. Oh, mein Controller ist ausgegangen. Ich glaube, die Batterie meines Controllers ist leer. Was ist das hier eigentlich? Okay, wir haben keine Post. Aber ich pausiere gleich hier mal. Ich nehme mich jetzt hier hin und drücke erstmal da Pause. Und hier Pause. Also, und hier Pause, weil ich ja noch die Batterie austauschen möchte. Bis gleich. So, da sind wir wieder mit neuen Batterien. Yay! Dann quatsch mal mit der da. Beim Barte des Erschaffers. Die Gerüchte sind wahr. Ein Reiter in den Schmiedelanden. Ich heiße Alia und das ist mein Bruder Valus. Wir sind die Betreiber dieser Schmiede. Obgleich ich vermute, dass das nun weniger bedeutet als einst. Dies ist die Schmiede eines Erschaffers? Nein. Die Schmiede der Erschaffer ist für uns verloren. Von den Händen des Verderbens zum Schweigen gebracht. Aber in ihren Tiefen fertigten wir einst die dunklen Türme der Hölle und die Städte des Himmels. Und nun stellt ihr Kleinkram her? Und du? Einer der vier?
Suchst nun die Hilfe der Erschaffer? Ich schätze, wir sind alle von unseren hohen Rössern gefallen. Ich kam auf der Suche nach dem Baum hierher und der Älteste spricht von Feuer. Was ist das? Ja, das Feuer des Berges. Das Blut des Steinvaters. Es floss einst ebenso in unsere Schmiede wie die Tränen. Beide haben unsere Arbeit mit unglaublicher Kraft versetzt. Das Herz und die Seele des Steins. Aber das Verderben hat sie geholt. Jetzt ist unsere Schmiede verstummt. Was betrifft das mich? Der Weg zum Baum ist verloren, versperrt durch Verderben. Du kannst diesen Ort ebenso wenig verlassen wie wir. Stell unsere Schmiede wieder her. Dann ist der Baum erreichbar. Ich kann deinen Gedanken nicht folgen. Wir sind Erschaffer, keine Krieger, aber nicht ohne Waffen. Bevor die Schmiede verloren ging, schufen wir ein mächtiges Wesen aus Seele und Stein. Ein Koloss gegen das Verderben. Um ihn zu wecken, benötigt man einen Erschafferschlüssel aus unserer Schmiede. Hilfst du uns? Was ist dieser Kessel? Ein Tempel, der im Schatten der Steinvaterspitze steht. Dort wurde das Feuer des Berges gebändigt und zu unserer Schmiede geleitet. Reite von der Stadt nach Osten, über den verkohlten Pass und zur schlackigen Spitze des Steinvaters. Dort findest du den Kessel. Kein Mann der großen Worte, dein Bruder. Aber selten still. Seine Stimme ist das Klingen des Hammers, sowie das Fauchen einer weißen Flamme. Ja, er arbeitet, während du redest. So, letzte Frage. Ich werde wohl eine Klinge brauchen. Ist deine Not größer als unsere, Reiter? Ich glaube nicht. Wir kämpfen um das Überleben unseres Reichs und unserer Art. Erweise dich als würdig. Dann können wir vielleicht ins Geschäft kommen. Wie freundlich. Das heißt, ich darf die Arbeit für die machen, aber darf nicht, darf dafür keine Waffe haben? Muss ich das jetzt so verstehen? Also ist das jetzt so gemeint für mich? Du darfst das und das machen, aber belohnt wirst du dafür nicht? Reden wir erstmal mit den anderen hier noch. Da ist ja noch jemand. Wir haben deine Ankunft erwartet, Reiter. Dein Schatten hat lange über diesem Reich gelegen. Viele kennen den Sensenmann, aber ich kenne euch nicht. Wir sind die Erbauer dieser Welt. Doch das Verderben zehrt an ihrem Herzen und zerstört in Tagen, was wir in Äonen schufen. Aideat gibt sein Bestes, um unseren Schmerz zu lindern. Doch unsere Seelen sehnen sich nur nach einem, dem Tod. Wir haben keine Hoffnung. Reiter, zweifelst du jemals an deiner Zukunft? Nein. Also würde jemand wie du ausziehen, um ein Schicksal zu ändern, das ihm nicht gefällt? Das ist ein langer und gefährlicher Weg, selbst für den Tod. Und was kümmert dich das, Schamanin? Es kümmert mich insofern, dass ich die Fähigkeit habe, Talismane zu fertigen. Wenn du mir die richtigen Materialien bringst, fertige ich dir einen mächtigen Talisman, der dir auf deiner Reise helfen wird. Was brauchen wir? Pirschknochen, Ätztau und Meißelstein. Es ist kein einfacher Talisman. Wo kann ich all das finden? Irgendwo in den Schmiedelanden. Ich verlasse Dreistein nur selten, aber dieser Bub Khan ist immer raus zum Erkunden. Er kann dir zweifellos mehr sagen. Sag mir, Schamanin, was ist das Verderben? Ich weiß nur, was ich befürchte, dass es sein könnte. Das Verderben zum Leben erweckter Hass ist. Und dieser Hass kommt nicht aus den Bäumen oder Steinen, sondern von uns selbst. Du verzweifelst und lässt doch Leben aus der Erde wachsen? Ich bin eine Schamanin, an diese Aufgabe gebunden, auch wenn unsere Tage sich verfinstern. Wir sind wie Pflanzen. Wir schlagen Wurzeln, blühen auf und verwelken, während wir Samen in den Boden fallen lassen. Ein ewiger Kreislauf. Ich kann ihn und dich nicht aufhalten. Erzähl mir mehr über den Baum des Lebens. Der Wald um den Baum ist verdorben worden. Er hungert. Du kannst den Baum nicht erreichen, solange du atmest. Was alt war, ist wieder neu. Männer haben die hier Preisvorstellung. Aber wir können verkaufen. Yay.
Ich werde dies dem Wald... Ich werde es verwenden, so gut es geht. Okay. Trotzdem können wir nichts kaufen. So. Können wir eigentlich unser Pferd... Ich muss alleine gehen. Wir können nicht mit unserem Pferdchen hier interagieren. Das ist kein Ort für ein Pferd. Na doch, ist ja schön breit. Ne? Gut, dann halt nicht. Sorry fürs Gehen im Hintergrund von mir, aber oh, schlimm gerade bei mir. Reiter, auf diesem Weg findest du nichts als Ärger. Tu für deinesgleichen, was du musst. Ich werde für meinesgleichen zum Kessel reiten. Wenn man gerne hüfthoch im Verderben steht, ist dieser Ort ebenso gut wie jeder andere. Es gibt einen Grund für das Tor hier. Und wenn du ein Freund wärst, würde ich dich nicht durchlassen. Doch, ja nun, wer ist schon des Todes Freund? Hast du Weisheit zu teilen, oder ist sie vor langem im Kampf verloren gegangen? Ach, Weisheit ist nicht wie Zähne. Ich habe viel davon übrig. Genug, um mich vom Kessel fernzuhalten. Die Alten haben ihn mit widerwärtigen Fallen versehen. Aber jemand so schlau wie du kann ihnen sicher entgehen.